dran. Nochmal Van de Beek. Götze. Auch mit Platz. Knauf. Ja, Freiburg weiter weit, weit weg. Die Möglichkeit. Ein Kunku mit viel Platz. Die ist gut. Und da kommt doch Koch an den Ball und er ist drin. Jawohl. 1-0 für unsere Eintracht. Der Ex-Freiburger Robin Koch köpft ein nach starker Hereingabe von Nils Nkunku. Ja, dann fängt ja das neue Jahr so an, wie es alte aufgehört hat. Flanke Nkunku, Koch diesmal mit dem Kopf zum 1-0. Stark durchgesetzt. Und dann reicht die Positionierung. Ganz, ganz wichtig, aber da das Tempo rausgenommen, weil sonst, wenn der durch ist, ist da ganz viel Wiese vor ihm. Volles Risiko von unserer Nummer 4. Ja, also Freistoß, ja, gut. Geht natürlich robust rein. So, Vincenzo Grifo, Experte in der Bundesliga für ruhende Bälle. Einer der Besten. Ja, die ist auch nicht schlecht. Ah, da ist er drin. Leider nicht geklärt worden. Und Freiburg mit dem 1:1 durch Roland Schalai. Ja, leider das, was wir angesprochen haben. Also Standard sind ihre Stärke. Und dann haben sie sogar auch ein bisschen Glück. Ja. Prallt ihn da so halb an die Schulter, halb an die Brust. Kommt Rühl. Und einer von beiden war nicht so ganz überzeugt von der Geschichte. Und deshalb hat dann Nkunku genutzt. So, gut von Gregoritsch. Jetzt müssen wir aufpassen. Schnelles Umschalten der Freiburger. Grifo. Da kommt Makengo. Und oh, klasse, Trapp. Und dann 1:2. Ah, oh, das ist bitter. Erstmal super gehalten von Kevin Trapp. Und auf dem zweiten Weg macht der Sportclub das 1:2. Oh, wirklich starke Parade. Guter Kopfball da von Merlin Röhl. Eine feste Flanke von Makengo. Und das ist wirklich für den Torwart ganz, ganz unglücklich. Keine Chance dann beim Nachschuss. Dann schauen wir auf die Highlights hier. Van de Beek, erste Aktion, schon eine gute in Richtung Ebimbe, der den Direktschuss leider nicht absetzen kann. Anschließend Larsson, ganz knapp vorbei in der 12. Minute. Da hätte es schon 1:0 für die Eintracht stehen können. Und auch hier Van de Beek mit der guten Grätsche. Götze und ein Gang kam aus der Drehung. Das waren schon die ersten 20 Minuten, die der Eintracht gute Abschlüsse hatte. Um dann wenig später zur Führung zu kommen. Hier noch einmal die Chance von den Gang kam, der sich ansonsten nicht so leicht tut. Und hier Nkunku mit sehr viel Platz, mit der Übersicht. Und dann Robin Koch ebenso gut platziert zum Führungstreffer für die Eintracht. 24. Minute. Und dann nach dieser Standardsituation unglücklicher Abpraller. 1:1, 29. Schalai. Ja, aus der Kategorie dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber dann haben sie es richtig gut gespielt. Wobei es auch da dumm gelaufen ist für Kevin Krabb, der super hält. Erstmal den Kopfball von Röhl. Und dann kommt das 1:2 in der 35. So, Zentrum ist Platz für Grifo. Legt erstmal den Weg zurück. Gulde. Langer Ball von Grifo. Abseits verdächtig, bleibt aber unten die Fahne und der Abschluss im Tor. Unfassbar. Was ein Start in die zweite Hälfte. Mehr als ungünstig und es ist Roland Schollei in der 48. Spielminute mit dem 1:3. Ein richtig, richtig guter Ball von Grifo aus einer ganz tiefen Position. Abseits verdächtig, wir können es jetzt natürlich nicht vollends aufklären. Und dann nimmt er den aber auch mal sowas von Maß. Keine Chance für Kevin Trapp. Was ein Abschluss.
Jetzt hat Freiburg auch mal ein bisschen Platz wieder. Natürlich ja, 3-2 sogar. Hoch aufgerückt unsere Eintracht. Auf links ist Platz für Gregoritsch. Der bekommt ihn jetzt auch, nimmt ihn direkt und er ist drin. Aber sauber ausgekontert. 1-4. 55. Minute. Ja, der entscheidende Ball von hinten raus. Atubolu hat sich da gelöst, die Seite gewechselt. Und dann war auf einmal ganz viel Platz auf rechts. Dann hast du es gesagt, 3-2. Leichtes Spiel für Gregoritsch, der das aber dann natürlich auch technisch gut macht. Direkt mit links, keine Chance für Kevin Trapp. Ja, und das vierte Gegentor. Mann, ja, und dann ist es einfach ein bisschen zu unclever vom Brasilianer. Also, von A bis Z ist das eine misslungene Aktion von Tuta gewesen. So, und jetzt hat Grifo die Chance, seinen zwei Vorlagen einen Treffer hinzuzufügen. Ja. Ja. Trocken. 63. Minute, 1-5. Ja, und das ist das natürlich, was wir jetzt eben gesagt haben, dass läuft jetzt hier so ein bisschen aus dem Ruder. 1-5 ist dann schon sehr deutlich. Jakic und Hasebe auf der 6. Offensiv Ferry, klar, ganz vorne. Das ist Aaronson. Buta ist eins weiter nach vorne gerückt. Nochmal Aurelio Buta. Schön abgefälscht. Tor! Gott sei Dank, Kosmetiktäschchen raus, 2-5 gemacht, Aurelio Buta. Ja, lustigerweise treffen die beiden, die im letzten Spiel des letzten Jahres getroffen haben, auch im ersten 2024, Aurelio Buta und Koch. Schöner Abschluss. Und wir schauen mal auf die angesprochenen Highlights aus der zweiten Halbzeit. Also Freiburg hat losgelegt wie die Feuerwehr. Grifo mit dem langen Ball und Stellungsfehler dann von Nielsen Kunku und dieser wirklich Sahne-Abschluss von Roland Scholloy in der 48. Minute. Nicht gut verteidigt, aber auch gut abgeschlossen. Also ein denkbar ungünstiger Start in diese zweite Halbzeit für unsere Eintracht. Und dann haben sie gleich weitergemacht mit einer guten Kontersituation, die Gregoritsch dann am Ende souverän Volley abschließt in der 55. Minute zum 1-4. Ein blitzsauberer Konter, Flanke Noah Weißhaupt, Abschluss Michael Gregoritsch. Ja, und dann hat Tuta so ein bisschen den Ball vertändelt im Spielaufbau. Roland Scholloy hat es clever gemacht, hat den Körper vor den Brasilianer gestellt und er dann zu ungestüm im Zweikampf. 11 Meter gab es und das ist wie immer eine Sache für Vincenzo Grifo, der vom Punkt eiskalt geblieben ist, zum 1-5 abgeschlossen. Dann gab es viele Wechsel und viel Durcheinander, aber zumindest noch mal ein bisschen Ergebniskosmetik aus Sicht unserer Eintracht. Aurelio Buta, der also zum 2-5 Endstand in der 76. Spielminute getroffen hat. Und so endet also dieser Test gegen